Hallo, liebe ForscherInnen. Wir machen bei der Instagram-Challenge von Fast Forward Science mit. Und das Thema ist ansteckend. Und da habe ich auch gleich mal eine Frage. Du, Tobi? Was denn? Was ist Glück für dich? Glück ist draußen zu sein, hier im Wald, in dem wir sind, der nicht gefaked ist, das ist ein echter Wald. Oder Zeit mit coolen Projekten und coolen Leuten verbringen. Oder kreativ sein, zum Beispiel mit dänischen Klemmbausteinen. Also, Tobi ist ein bisschen crazy, habt ihr jetzt mitbekommen. Aber seine Antwort war eigentlich ganz cool. Was ist denn eure Antwort? Sagt es uns. Was ist für euch Glück? Glück ist etwas, was sehr, sehr subjektiv ist. Ja, es gibt Leute, die freuen sich auch über Blumen. Vielen Dank, lieber Tobi. Das macht mich sehr glücklich, tatsächlich. Ja, genau. Glück ist subjektiv. Aber Glück ist auch ansteckend. Habt ihr schon mal von der Redewendung gehört, dass Glück ansteckend ist oder das Lachen ansteckend ist? Okay, rein wissenschaftlich gesehen ist Glück eigentlich nur die Ausschüttung von verschiedenen Hormonen. Hast du das Gefühl, dass gerade Oxytocin ausgeschüttet wird? Weil das passiert nämlich bei Berührung oder bei der Geburt. Nee, nicht wirklich. Aber ja, bei Berührung und bei der Geburt wird das Glückshormon Oxytocin ausgeschüttet. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört. Viele Menschen fühlen sich durch Sport. Bei Langstreckenläufen, Läufern, kommt es oft zu dem sogenannten Runner's High. Und dabei werden Endorphine und Endokannabinoide ausgeschüttet. Einer der wichtigsten Botenstoffe, wenn es ums Glück geht, ist das Dopamin, welches ausgeschüttet wird und auch als Belohnungshormon bekannt ist. Tobi? Oh, ich krieg meine Blume zurückgeschenkt. Weil du das so toll gemacht hast heute mit mir. Aber was ich nicht verstehe, warum ist das jetzt ansteckend? Das hast du irgendwie noch nicht gesagt. Eine Studie der Universität Harvard hat gezeigt, dass Leute, die Glück definieren durch Soziales, wie zum Beispiel ja, ihre Familie, Freundschaften, Nachbarn und sonstiges, dass die im Vergleich zu anderen viel, viel glücklicher sind. Eine weitere Studie der Universität Harvard konnte zeigen, wie ansteckend eigentlich Glück ist. Es zeigte sich, dass wenn ich glücklich bin, dass sogar die Freunde, also dass mein Glück die Auswirkungen auf die Freunde meiner Freunde hat, also über drei Netzwerke. Aber das Glück nahm mit der Entfernung zu der Person, die glücklich ist, auch ab. Wenn ein Freund von mir oder eine Freundin glücklich ist und maximal 1,6 Kilometer entfernt wohnt, dann ist die Wahrscheinlichkeit oder habe ich eine von um 25% erhöhte Wahrscheinlichkeit, auch glücklich zu sein. Dieses Phänomen sehen wir auch bei Ehepartnern oder Geschwistern. Das war unsere Insta-Story. Du bist so bescheuert. Ah, das war unsere Insta-Story zum Thema Glück. Ich höre mich selber gar nicht. La 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 la, ich kann dich gar nicht hören. Wir hoffen, wir konnten euch auch glücklich machen und ihr habt was gelernt. Macht's gut! Ich laufe noch 2, 3 Meter, um hier die Kopf zu.